weiß ja nicht, ob man hier zweispurig hinbekommen würde, ne? Bin ich mir gerade ein bisschen unsicher, aber wir können es ja einfach mal probieren. Mach das mal weg. Hi, wie die Autos da in der Luft schweben, lul. Wenn ich jetzt einfach sage, ich nehme eine zweispurige Straße, ne? Das ist eine dreispurige, aber das ist... Ne, das ist zu viel. Zweispurige Straße. So, und sag einfach mal, pass auf. Lass die mal da so hochgehen. Dann wird es automatisch eine, oder was? Nee. Nee, wenn zwei. Ich weiß halt aber nicht, ob das geht, ne? Da bin ich mir unsicher. Weil fahren die dann auch hier auf zwei Spuren drauf? Das verstehe ich. Da bin ich mir halt noch unsicher, aber schauen wir mal. Wir fahren halt wieder nur auf einer Spur. Die Larrys. Die fahren nur auf einer Spur hier die ganze Zeit. Das ist doch wirklich nicht normal, ey. Boah, die KI und... Die KI und der Straßenverkehr ist einfach der Endgegner in dem Game. Verstehe ich nicht. Ist doch alles wie hingekackt und hingeschissen. Das sag ich dir. Spureinstellung manuell machen. Ich weiß nicht. Pan, Panuria! Dankeschön, Pan. Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen an alle, die von Panuria rüberkommen. Was habt ihr Schönes gemacht? Wahrscheinlich RP, oder? Wahrscheinlich RP. Ganz, ganz viel Liebe geht raus. Dankeschön, Pan. Ich hoffe, euch geht's gut und ich hoffe, ihr habt euch ganz fantastisch in eurer neuen Butze eingelebt bis hierhin. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Und auf das ihr ein bisschen ruhigere Tage nun bekommt, hör mal. Gab RP heute. Nice. Nice, nice. Ich hoffe, die Leute waren nett und ich hoffe, die Leute haben es nicht übertrieben. Das ist das, wovor ich bei RP immer so ein bisschen Angst habe, weil manche Leute das sehr ernst nehmen. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß gehabt. Ganz viel Liebe geht raus an dich, Pan, und ja, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ja, wir spielen City Skylines, der große Endgegner in dem Game. Der Verkehr. Das ist schwierig. Guck mal, die fahren hier trotzdem immer noch nur auf einer Spur, ne? Ich verstehe das nicht. Wobei, jetzt fahren sie auch auf zwei Spuren, guck mal. Aber, die wechseln rüber. Aber warum? Guck mal, warum gehen die rüber? Das verstehe ich nicht. Warum machen die hier einen Spur-Switch? Hört sich komisch an, aber warum machen die hier einen Spur-Switch? Kürzester Weg halt. Doch aber dämlich, oder? Kann ich denen sagen, die dürfen hier nicht die Spur wechseln? Geht das? Na, die Straße ist aber trotzdem zweispurig eigentlich, ne? Aber da machen die es früher. Ah, okay. Aber es staut sich gerade nicht mehr so arg, oder? Habe ich das Gefühl? Oder? Nee, überhaupt nicht. Scheiße. Die fahren hier runter und da wieder hoch. Ja, ist okay. Wird's was bringen, wenn ich hier die Geschwindigkeit anpasse, dass die ein bisschen schneller fahren dürfen? Warte mal. Wir machen mal 80. I don't know, ob das was bringt. Ich habe keine Ahnung. Und hier oben vielleicht 140? Ich weiß es nicht.
Let's do the FDP-Thing. Aber ich glaube, hier sieht es ja schon mal ganz gut aus, ne? Hier fließt es, glaube ich, gerade. Das ist okay. Ich meine, klar, sie machen hier den Spurwechsel, aber das können sie von mir aus machen. Sie können aber erstmal fahren sie zweispurig auf diese ganze Autobahngeschichte zu. Das ist schon mal gut. Alles unter 200 ist Verkehrsbehinderung. Riech ja meinen Porsche los! Wo wir wieder raus mit ca. 0:30 wieder da. Bis gleich, Tobi und Jette. Fox, komm gut hin, fahr vorsichtig und bis gleich. So, hier geht's hier so rüber. Okay, das sieht ja jetzt gerade schon mal alles. Das sieht ja alles gerade schon mal ganz entspannt aus, glaube ich, ne? Hier entspannt sich's auch. Ja, guck mal, okay. Ich meine, so ein paar Knotenpunkte hast du halt einfach. Das ist ganz klar. Ich überlege gerade, ob ich hier auch eine Doppelspur einfach mache. Oh, Verkehrsfluss ist bei 75, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Warte. Entschuldigung. Reus die Hütte ab. Reus die Hütte ab. So, ist das jetzt die richtige Richtung auch, oder? Jo. So, eins geht nach links, eins geht nach rechts. Stimmt das? Fahren wir weiter. Ja. Jetzt wieder eine Ampel. Bro. Keine Ampeln in meiner Stadt, habe ich gesagt. Es würde helfen, wenn du die Autobahnauffahrten etwas paralleler zur Autobahn baust, damit sie nicht abbiegen müssen, um auf die Autobahn zu kommen. Das erkennst du an den Pfeilen auf der Straße, wenn die Geradeausanzeigestelle eines Rechtsabbiegerpfeils, dann fahren die zügiger. Okay. Hier meinst du, oder was? Können wir gerne ausprobieren, ne? Können wir gerne ausprobieren. Warte. Gucken, ob der was bringt, ne? Wieso immer diese blöde Kurve, sag mal? Der macht mir immer automatisch diese Kackkurve da rein. Wieso? Was war das mit dieser blöden Connection nochmal? Wo konnte man das einstellen? Ah, hier. Okay, warte. Der macht aber automatisch immer diesen blöden Knick, ne? Warum macht er den? Check ich nicht. Stimmt, dafür haben wir Move It, du hast recht. Warte. Ich zieh die jetzt einfach mal hier hin. So, warte. Ist das jetzt hier geradeaus Pfeil? Ihr kennt es leider nicht. Ist ein geradeaus Pfeil? Die Straße ist halt ein bisschen, als hätte sie ein Besoffener gebaut, ne? Aber das ist schon vollkommen in Ordnung. Ich meine, die Leute in dieser Stadt hier sind Kummer gewohnt, ne? Guck mal, das ist halt ein bisschen. Ach du Scheiße.
Aber das ist schon okay. Kann ich die vielleicht noch ein bisschen weiter nach hinten ziehen, weil die so... Die geht so rampenmäßig nach oben. Weißt du, was ich meine? Wobei, geht eigentlich voll klar, oder? Ja, komm, fahr mal. Fahr mal und zeig, was ihr könnt. Da ist gerade ein Schattenfehler hier irgendwie, keine Ahnung. Wollen wir mal gucken, ob das jetzt besser klappt. Oh, danke schön auch an Lunalia für deinen Raid. Vielen, vielen Dank und herzlich willkommen. Dankeschön, Lunalia. Ich danke dir vielmals. Oh, der ist gerade auf der zweiten Spur gejiedet. Hast du das gesehen? Dankeschön, Lunalia. Vielen, vielen Dank für deinen Raid. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank. Was habt ihr Schönes im Stream gemacht? Was habt ihr Schönes im Stream gemacht? Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß gehabt, hör mal. Liebe geht raus. Dankeschön. Danke, 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 danke. Und gleich noch ein Raid hinterher. Aber was ist denn heute los? Was ist denn heute hier los? Dankeschön auch an Truller Jusili. Vielen, vielen Dank für deinen Raid und herzlich willkommen. Dankeschön. Was gab es? Gleiche Frage. Was gab es bei euch Schönes im Stream? Ich hoffe, ihr hattet auch ganz viel Spaß gehabt. Wir machen City Skylines an diesem heutigen wunderschönen Tag und verzweifeln ein bisschen mit den Straßen. Das ist, ja, schwierig, ne? Aber ich glaube, jetzt funktioniert es hier, glaube ich, tatsächlich sogar ganz gut. Die wechseln zwar immer noch die Spur, weil sie doof sind. Aber das passt schon. Dankeschön für eure ganzen Raids. Vielen, vielen Dank an Pan, an Unalia und auch an, Troller Giuseppe. Vielen, vielen Dank. Wir haben Master Detective Archives Raincoat gespielt und mit viel Wobble-Bobble. Mit viel Wobble-Bobble? Bitte? Das klingt nach einem Spiel für mich. Jetzt bremsen sie da nicht mehr ab. Ja, das stimmt. Das stimmt schon, ja. Okay. Hast du recht. Aber hier bremsen sie halt immer noch ab, die nicht so guten Fahrer. Guck mal, hier staut sich das immer noch rein, ne? Ich bin halt fast am Überlegen, hier echt nur noch nach rechts abbiegen zu lassen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Noch ein Raid! Aber was ist denn heute los? Hören alle auf jetzt um die Uhrzeit hier, oder was? Unfassbar. Twain Kitty, auch an dich ein ganz, 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 ganz großes Dankeschön. Vielen, vielen Dank und herzlich willkommen. Ich danke dir vielmals für deinen Raid. Vielen, vielen Dank. Was gab's Nices bei euch im Stream? Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß gehabt. Warte, 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 warte. Horror Chillers Art Games, also für den Chat Spaß und für mich die pure Angst. Oh. Ja, nicht so nice. Boah, so bei so Horror Games und so bin ich ja echt raus, ne? Komm, ich lass mal ein paar Follows da hier. Ich mach mal Twain Kitty mal reinfolgen hier. Und Pan und Lunalia und Josie folge ich ja sowieso schon, ne? Easy. Twain Kitty, ich danke dir vielmals. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für deinen Raid. Wie gesagt, was gab's Schönes bei euch im Stream? Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß gehabt, immer. Ja, wie gesagt, diese Ecke hier gefällt mir nicht, aber wir können auch hier mal probieren, vielleicht, dass die Straße so... Naja, auch so ein bisschen parallel läuft vielleicht, ne? Hier vielleicht auch so ein bisschen. Hui, was ist das? Ist das jetzt ein Pfeil wieder oder ein Abbiegedingens? Woran sehe ich denn das jetzt hier? Naja, warte, ich muss das. Moment, das muss ich. Das Moment. Ja, gut, das sieht mir jetzt nicht so gesund aus, was da gerade passiert. Warte mal. GTA-RP gab's, geil. So, warte mal, ich muss das nochmal wegmachen hier, das ist nicht gut. Das sah sehr ungesund aus, für die Gesundheit. Warum mal von hier? Okay. Ist doch kacke, warum geht das hier schon wieder nicht? Und da sind wieder zwei Kreuzungen hintereinander, da ist doch auch schon wieder kacke, ne? Warum
Der lässt mich das immer nur in irgendwelche Kreuzungen reinsetzen, wo eh schon eine Kreuzung ist. Hate you. So, dann machen wir es halt so. Okay, dann lassen wir das mal so reinfließen, warte. Jetzt muss ich aber nochmal gucken, dass ich das hier wieder mit diesem komischen Tool da ein bisschen drüben hinwobbel. Ja. Okay, das ist so ein Abwiegepfeil-Dingens. Dann geht das hier so lang. Wunderbar. Das können wir noch so ein bisschen so machen. Das können wir noch ein bisschen so machen. Und das können wir auch noch so ein bisschen so machen. So, das hier ist auch wieder eine sehr harte Kurve, ne? Naja, gucken wir mal. Geht hier so runter, zack. Und dann hier drauf. Einmal links, einmal rechts. Das ist mir hier aber auch immer noch zu kurvig, ne? So ein bisschen. Aber es geht schon. Schauen wir mal, wie die das jetzt hier finden. Biegen die jetzt immer noch ab oder ist das jetzt, geht das jetzt hier nach unten? Okay, es ist scheinbar schon mal kein Abbiegen mehr, aber... Ey, die können doch nicht von der ganz linken Spur aus direkt darüber fahren, oder? Das geht doch nicht. Können die doch nicht machen. Ist da wieder eine Ampel? Tatsächlich. Frech. Ich weiß nicht, warum die hier immer stehen bleiben. Haben die hier ein Stoppschild? Guck mal, die haben da kein Stoppschild und bleiben trotzdem immer stehen. Warum? Wenn die auf der Seite doch sowieso nur nach rechts dürfen, warum bleiben die stehen? Ist der Knick zu heftig? Die Frage ist, wie kriegen wir den Knick raus? Huch, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe irgendwas eingestellt, glaube ich. Habe ich irgendwas verändert? Ich habe das falsche Tool genommen. Aber wir brauchen hier drüben übrigens einen Friedhof, ne? Ich baue mal schnell einen Friedhof. Mal ein bisschen Abwechslung von diesem ganzen Straßengebau, ne? Boah, das macht ja einen richtig, das macht einen richtig präsig einfach. Heilige Maria. Ich klatsche hier mal einen Friedhof hin. Boah,
die staut sich halt komplett runter hier, ne? Kannst du mit dem Traffic Manager die Kreuzung aufmachen und dann stocken die nicht. Die Kreuzung aufmachen? Was heißt denn das? Okay. Aber ob es was bringt, weiß ich halt nicht, ne? Vielleicht die Geschwindigkeit noch ein bisschen erhöhen? Dass wir hier auch auf 60 gehen? Ich weiß nicht, ob das was bringt, keine Ahnung. Ach, die wechseln hier wieder die Spur hier drüben, ne? Deswegen ist das, staust sich das schon wieder so. Oh, nö, ey. Warum macht ihr das, Freunde? Deswegen staut sich das hier, weil sich diese blöde Spur wieder wechselt, ne? Mit 60 in die Kurve, ey, ja, na klar. Natürlich. Mit ein bisschen Glück fallen sie da oben raus und sind direkt auf der Straße. Hm. Okay, jetzt leert sich's aber langsam wieder ein bisschen. Sieht allgemein aus. Ja, hier ist halt einfach rot, ne? Das ist leider Gottes einfach so. Muss ich switchen. Ja, meinst du, das klappt? Was war das? Steuerung S? Nee. Spurverbindungstool und Steuerung S. So? Okay. Diese Mods sind ganz wild, ne? Achso, hier oben müssen wir das ja auch nochmal. Oh Gott, ist die Straße lang. Oder? So, dann müssen sie sich ja eigentlich hier schon entscheiden, wo sie hin müssen. Gucken, ob das jetzt klappt. Da bin ich aber mal hart gespannt. Ne, die wechseln immer noch die Spur, die Lümmels. Guck mal. Ja, das, vielleicht sind das noch die noch den gleichen Path quasi haben. Natürlich.
Ja, die Kurve hier ist krass, ne? Diese, die hier ums Eck rum. Aber das Problem an der ganzen Geschichte ist... Das Problem ist, ich krieg die Kurve ja nicht weg. Also die werden auf jeden Fall eine Kurve fahren müssen an einer Kreuzung, weil... Das ja quasi entgegengesetzt zu dem hier geht. Also das geht ja entgegengesetzt zur Fahrtrichtung. Und irgendwo wird diese Kurve kommen, ne? Die können wir leider nicht verhindern, glaube ich. Also ich wüsste zumindest nicht wie. Oder Friedhof hat kein Wasser. Das ist natürlich bitter, ne? Okay, wie sieht's aus? Im Kreisverkehr wäre das Problem gelöst. Spitzkopf? Nee, wir haben hier drüben... Oh, hier ist auch überall Stau, ne? Holy shit. Oh, Einrichtung ist leer, geil. Dann könnt ihr jetzt vielleicht endlich mal wieder anfangen... Leerung stoppen. Die Leute abzuholen. Wir haben hier drüben... Alter, guck dir das an. Holy smokes. Wir haben hier drüben versucht, alles mit einem Kreisverkehr zu lösen. Der hier, der war vollkommen überfordert, der Kreisverkehr. Der war sowas von überfüllt. Also Kreisverkehr löst nicht jedes Problem in dem Game. Das haben wir leider auch schon erfahren müssen.